Die traditionelle chinesische Medizin hat ein sehr breites Repertoire an Kräutern, an phytotherapeutischen Substanzen. Diese werden in der chinesischen Medizin meistens nicht als Einzelsubstanz eingesetzt, sondern als Kräutermischung. Das heißt, der oder die behandelte Therapeut, Therapeutin sucht ausgehend von einer ausführlichen Diagnostik die entsprechende Kräutermischung heraus für die Beschwerdesymptomatik des Patienten. Im chinesischen Verständnis geht es zum einen um darum, die Lebensenergie, das Qi, wieder in Fluss zu bekommen, aber auch um eine Regulierung von Fülle- oder Leerezuständen, sodass diese Kräutersubstanzen in diesem chinesischen philosophischen Denken zu sehen sind. Das heißt, der Therapeut wird eine Kräutermischung aussuchen, um die entsprechende Beschwerdesymptomatik des Patienten individuell zu therapieren. Das kann zum Beispiel sein, dass es darum geht, Stuhldrang oder Durchfälle zu reduzieren. Es kann aber auch darum gehen, allgemeine Schwäche und Müdigkeit zu therapieren. In der traditionellen chinesischen Medizin haben wir das Verständnis von sogenannten Energiemeridianen. Wir kennen also 12 Leitungsbahnen, die den Körper durchziehen und die verschiedenen Organe mit dieser Lebensenergie versorgen. Bei der Akupunktur versucht man, diese Meridiane und den Energiefluss positiv zu beeinflussen, indem man kleine, dünne Nadeln an definierte Akupunkturpunkte sticht, mit einer Tiefe von etwa 3 mm bis 2 cm, je nach Lokalisation. Pro Sitzung sind das ungefähr 8 bis 18 Nadeln und die Idee dahinter ist, dem Patienten durch die Stimulation dieser Meridiane die Lebensenergie, das Qi, wieder in den Fluss zu bekommen. Bei der Akupressur werden diese Punkte nicht angestochen, sondern nur manuell, also mit dem Hand oder Finger stimuliert und gedrückt. Das heißt, die Akupressur ist ein Verfahren, wo keine Nadeln eingesetzt werden. Davon zu unterscheiden ist noch die sogenannte Moxibustation. Bei der Moxibustation werden diese Akupunkturpunkte erwärmt. Das heißt, es werden Kräutermischungen erwärmt, ohne dabei die Haut zu berühren oder zu verbrennen, damit dieser Punkt durch Wärme nochmals positiv beeinflusst wird. Durch die Anwendung von Akupunktur, Akupressur oder Moxibustation können vor allem Symptome wie zum Beispiel Schmerzen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen positiv beeinflusst werden, aber auch Beschwerden wie Stuhldrang oder allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit oder Erschöpfung.